Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich klinge, als ob ich mit rostigen Nägeln gegoogelt habe. Habe ich nicht. Klingt aber so, wie gesagt. Ja nun, wir machen heute ein bisschen das Wohnzimmer zusammen. Und ich zeige euch vorher meinen Wocheneinkauf. Also viel wurde hier nicht gebraucht, aber ein bisschen was halt doch. Und zeige ich euch noch und dann wird hier ein bisschen das Wohnzimmer aussortiert, umsortiert, umgestellt, keine Ahnung. Denn hier wird es jetzt nach und nach um Renovierung gehen. Habe ich zumindest so mir vorgenommen. Bevor hier aber die Wände gemacht werden, muss erstmal aussortiert werden und überlegt werden, was, also wie soll es am Ende aussehen? Was soll hier reinkommen? Und ich nehme euch da definitiv mit. Vielleicht dürft ihr auch ein bisschen was bei Insta entscheiden. Ich weiß noch nicht. Aber ich sollte jetzt auch aufhören zu quatschen. Also wie gesagt, so viel werde ich heute nicht sprechen, weil sonst ist die Stimme morgen ganz weg. Vielleicht auch heute noch. Ja, ich warte noch auf ein Paket. Nein, auf zwei Pakete. Und ja, zeige euch jetzt erstmal den Einkauf und dann geht's hier los. Es gab Milch, es gab ganz viele davon, weil ich das gerade sehr feier auf Milchreis und vielleicht auch Porridge. Ja, und das passt für mich halt immer mehr, als irgendwie ein Glas aufzumachen, weil ich das halt nicht jeden Tag esse und ja, dementsprechend, ja, gab's das. Wir reden jetzt mal nicht über den Plastikmüll, der dadurch entsteht, machen wir einfach nicht. Dann gab's einmal Käse, einmal Knäckebrot und, oder dieses, ja, luftige Knäckebrot, da muss ich immer an eine alte Kollegin denken, die mittlerweile in Rente ist. Ja, die hat das sehr, sehr gerne gegessen. Dann gab es noch Brötchen, ein Brokkoli, zweimal Tomate. Das habe ich entdeckt. Ich stehe ja total auf Avocado. Mal gucken, wie es ist. Gesalzene Butter, Ketchup, die gab es gratis. Was das ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Da war das mit drinne. Und dann gab es noch das hier. Ja nun, ich bin gespannt. Wird es wahrscheinlich heute Abend dann geben. So als Soul Food, weil ich krank bin. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Feel the fire heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins. But I said you're the spark to blame. And it's fire burning holes inside my brain. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help. You got me in a riptide. You call me crazy now. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich da die Monstera mal ein bisschen auseinander gemacht habe. Und eigentlich wollte ich die immer da drüber laufen lassen, dass die quasi an der Wand lang rankeln. Nun ist mir aber aufgefallen, wenn hier mal umgestaltet wird und das dann hier alles an der Wand. Nee, das ist eine blöde Idee. Jetzt habe ich aber überlegt, ob ich die auf den Schrank stelle. Also dahin. Also die da hinstellen und dass die dann hier so ein bisschen rumrankeln kann. Ist wieder auf dem Schrank, weiß ich nicht. Ich habe
das nicht so mit Pflanzen, die auf dem Schrank stehen, weil ich vergesse dann immer, die zu gießen. Aber ich glaube, das werde ich machen. Und ich habe mir für die, oh, ich zitter total, keine Ahnung warum, tut mir leid. Ich habe mir für die Teller jetzt Ständer bestellt, dass ich die dann endlich mal aus dem Karton rausmachen kann. Wir sind gespannt. Sagen wir es so, der Topf ist eventuell sehr, sehr groß. Eventuell sind da sehr, sehr wenig Blätter dran. Aber ich glaube, ich lasse es so. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen weiter nach hinten, das Grün. Aber ich glaube, ich mache das so. Weil so auf dem Tisch habe ich Angst, dass die mir eingeht. Ich hoffe, dass sie es da oben nicht tut. Man weiß es bei mir immer nicht. Ich mag das hier hinter mir total gerne.
Also ich finde das so schön. Ja, ich werde jetzt hier mal noch das Sofa umbauen. Zeige ich euch dann gleich nochmal und dann werde ich mich für heute auch schon verabschieden, weil mittlerweile ist es dunkel, wie ihr vielleicht mitbekommt. Und ja, ich warte hier immer noch auf ein Paket. Das mache ich dann bei einem Film. Und ich baue mal schnell um. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Eventuell sind hier jetzt gerade sämtliche Decken verarbeitet worden, die es gibt. Maximale Liegefläche. Nee, stimmt nicht. Es ist ja eigentlich nicht ein Sofa, es sind zwei Sofas. Wenn man das jetzt hier noch hinpacken würde, hätte man eine ganz große Liegefläche. Brauchen wir nicht. Aber so ist auch mal ganz geil. Irgendwie war mir jetzt gerade danach. Ja, nun. So. Film ist ausgesucht. Popcorn steht bereit. Trinken steht bereit, damit meine Stimme vielleicht nicht ganz abkackt. Ich habe das Gefühl, ich werde krank. Wir werden sehen. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber ja, irgendwie gerade ist doof. Ich habe richtig dolle Kopfschmerzen. Eigentlich ist da ein Film gucken total blöd, aber ja, alles andere kriege ich gerade nicht auf die Reihe und ja. Ich mich jetzt hinlege und schlafe und dann vom Klingeln geweckt werde. Nein. Einfach nein. Dementsprechend verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen bis hierher und auch noch viel weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn ich heute mal nicht so viel gesprochen habe, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann folgt mir doch hier gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal und habt bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit.